Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Wo ist mein Wasser? 2 heißt die App und wurde mir vorgeschlagen, soll angeblich ein ganz tolles Spiel sein. Lass uns einfach überraschen, würde ich sagen. Ich habe schon wieder vergessen, was dazu geschrieben wurde, aber dass im ersten Level gleich Werbung kam, ist immer super toll. Achso, das war nur ein Ladescreen. Ha! Alles klar. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Grabe dich berühren durch die Erde. Ah ja, verstehe. Ah, alles klar. Hab mich gerade so ein bisschen an Pixel-Junk-Shooter erinnert, aber wir müssen es jetzt andersrum machen. Okay, wir müssen also mal dafür sorgen, dass er Wasser bekommt. Und dann immer versuchen, alle Enten mit einzusammeln. 3 Enten, vielen Dank. Nächstes Level, 6 Enten. Entensause. Na dann, auf geht's. 6 Enten. Und jedes Mal Werbung. Nach jedem einzelnen Level Werbung. Ah, es wird ja wieder ganz toll zusammenzwischen. Ich hasse solche Wix-Entwickler. Level 2 Tiefgräber. Dein Wasser darf den Bildschirm auf dem Weg zum Ziel nicht verlassen. Dein Wasser darf den Bildschirm auf dem Weg zum Ziel nicht verlassen. Okay. Bitte? Das ist schon wieder falsch, ne? Darf's nicht verlassen, Kollege. Hier lang. Ach, guck mal, hier müssen wir links runter. Alles klar. Wir haben wieder zusammen. Ach, guck mal, hier haben wir ein Entchen. Mal wieder alles zusammen machen. Wir haben ein paar Reserven. Haben wir durchaus noch. Das sollten wir natürlich schnell machen. Hm, da geht schon wieder was aus, außerhalb des Randes wahrscheinlich. Ja, da läuft es wieder raus. Das ist nicht gut, weil wir verlieren hier sehr, sehr viel Wasser. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel. Aber ich habe 3 Enten schon bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist ja noch schlimmer. Nicht so, was ich möchte eigentlich. Aber hey, okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir haben... Habe ich die gerade aufgesammelt, die Ente? Sieht nicht so aus, oder? Oh mein Gott, alles weg, alles Wasser weg. Oh mein Gott, oh, da ist noch Tropfen, ein Tropfen ist noch. Achso, wir müssen, oh mein Gott. Wir müssen aber die Ente, wir müssen der Ente mal ein bisschen Wasser als Tribut zollen. Oh, jetzt bin ich ganz unten. Leck mich am Arsch. Irgendwo habe ich trotzdem eine Ente verpasst anscheinend. So, ja, ich habe natürlich gleich am Anfang einen Riesenfehler begangen, aber das macht nichts. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr weggraben hier, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben, damit hier ein bisschen mehr runterfließen kann, seht ihr? So, kommen wir hier rüben hin. Alles runterfließen hier bitte. Wunderbar. Nein, 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 nein. Schön hier rein und schön hier rein. Oh mein Gott, habe ich da wieder viel Wasser verloren. Das ist irgendwie ein Knopf. Ach nee, das war kein Knopf. Oh mein Gott, und die Ente bekomme ich nicht. Egal, jetzt ist es auch völlig Latte. Die Ente bekomme ich eh nicht mehr wahrscheinlich. Nee. Womöglich nicht mehr. Aber die Ente kriege ich. Die wird überschwemmt von Wasser, ja. Ach so, außerhalb des Bildschirms bedeutet lediglich rechts oder links. Nach unten kann ich das durchaus so weit runterziehen, wie ich möchte. Ich glaube, links war es gewesen. Jo. Jetzt teilt sich die Scheiße auch schon wieder. Ich werde irre, ey. Jedes Mal das Gleiche. Na gut, ich habe noch genug Wasser. Alles in Ordnung. Dummerweise habe ich allerdings eine Ente verpasst. Das ist nicht gut. Ja, dass ich da Tribut zahle, ist natürlich mega mies an die Ente. Einen habe ich leider verpasst. Das ist ärgerlich. Schade, schade, schade. Und die hätte ich fast... Ja, das war... Egal. Gut, um perfekt zu spielen, dafür bin ich jetzt nicht hier. Ich bin hier, um mich über die Werbung aufzuregen, die gleich wieder kommt. Also ihr seht es ja nicht, weil ist ja dann wieder Großformat.
16 zu 9. Sekundenbruchteilentscheidung, alles klar. Ach du Scheiße. Leite Wasser zu Swampy. Theoretisch muss ich ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser allerdings hier lang, ja. Warum ist das eigentlich eine Sekundenbruchteilentscheidung? Stimmt doch gar nicht. Oh. Ich habe ein kleines Problemchen, glaube ich. Nee, doch nicht mehr. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles gut, alles gut. So. Gehen wir mal hier unten lang laufen. So, und jetzt hier nach unten zu Swampy. Ich dachte, wir jetzt nach unten gehen und wir müssen irgendwie innerhalb dieser kurzen Zeit. Ja, jetzt kriegen wir jetzt keine Werbung, ne? Ist interessant gewesen. Neue Herausforderung freigeschaltet. Herausforderungen bieten völlig neue Möglichkeiten, Level zu spielen. Die gesammelten Enten machen den Weg in neue Bereiche frei. Dann schauen wir uns mal Herausforderungen an. Ach, die hier unten auf dem Kopf. Bestimmt das gleiche Level auf dem Kopf, wa? Umgedreht. Ja. Die Welt steht Kopf. Ah, verstehe. Okay, es ist aber auch nicht so schwierig. Theoretisch können wir das gleiche machen wie gerade eben. Erstmal hier ein bisschen Wasser abziehen. Dann ziehen wir hier noch ein bisschen Wasser ab. Genau, das eigentlich müsste der Rest muss hier hinten hinpassen. Ach, was ist denn das da? Das ist ja noch eine komplett andere Ente. Es ist nicht das gleiche Level. Es ist nicht das gleiche Level. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wie schlecht ist das denn gewesen? Oh mein Gott! Bin ich scheiße. Egal, ihr wisst ja, wie ich es gemacht habe. Ich hätte auf jeden Fall die drei Enten bekommen. Das wäre egal gewesen. Oh, bin ich doof, ey. Okay, je mehr Enten man hat, desto mehr schaltet man irgendwie frei. Was brauche ich hierfür? Okay, ich glaube, ich muss aber vorher irgendwie das Ding erstmal klären. Erst dann komme ich zu dem Herausforderungslevel. Whee! Level 4 Schleuse und leitet Wasser zu Swampy. Alles klar, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube, das müssen wir füllen. Ja, richtig. Uah, ist das eklig. Aber was ist das für ein Ding? Ja, wunderbar. Dumm, dumm, dumm. Wie komme ich denn bitte da runter? Ja, ja, ich weiß, dass du Wasser möchtest. Achso, vielleicht von hier hinten? Ah. Easy. Komplett einfach. Mega einfach. Ist da oben gerade noch ein Fragezeichen gewesen in der dritten Ente? Hm. Ja, Herausforderung theoretisch wäre aktiv. Vermeiden. Das heißt, wir müssen irgendwie was, irgendeinen Kontakt vermeiden, aber das möchte ich jetzt nicht machen. Die Herausforderung lasse ich euch entdecken. Level 5. Teile und herrsche. Komischerweise kommt jetzt überhaupt gar keine Werbung mehr. Schon wieder keine Werbung. Naja gut, Leitwasser, ja, ja, kennen wir schon. Sauger geschafft, teste einen Kosten und Sauger möchte ich gar nicht. Ich muss einen Sauger testen, ja, ist doch scheiße. Kann ich die antippen oder was? So, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Wasser hinleiten. Ach so, die saugen Wasser an, verstehe. Na, 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 schön hier das meiste Wasser bitte hier hin. Ein bisschen Wasser muss da noch hin, sonst funktioniert das nicht. Ach ne, doch, funktioniert ja. Hehe. Ich dachte, das Ding muss ich da jetzt auch irgendwie ändern. Ja, mehr Wasser. Okay, reicht. Ich glaube, das Wasser reicht. Ich glaube, das Wasser reichte. Ja, wir brauchen ein paar Tröpfchen immer für die Ente. Neue Herausforderung. Was haben wir hier Schönes? Vermeiden. Schon wieder. Ach komm, jetzt wäre es mich mal interessiert, was vermeiden heißt. Ich darf meide die Enten. Keine. Das ist aber nicht so schwierig, oder? Das ist aber wirklich lächerlich. Ach Gott, na, das kann natürlich ein bisschen problematisch werden. Ja, zu viel Wasser.
Hab verloren. Da kam zu viel. Ich muss erst noch den Großteil erstmal hier runterleiten. Und dann ein wirklich kleines Tröpfchen. Ein wirklich kleines... Ach, leck mich am Arsch. Ein kleines Tröpfchen, habe ich gesagt. Okay, dann werden wir das erstmal komplett hier. Dann können wir auch erstmal sammeln lassen, das ist auch möglich. So, zack. Ganz, ganz wenig. Sollte reichen. Ja, yeah, wunderbar. Und ja, natürlich, der Rest ist ja einfach. Das war jetzt nicht so schwer, weil zwei Enten sich relativ einfach vermeiden hätten lassen. Oder vermeiden lassen, hundertprozentig. Aber gut, drei Enten. Sehr schön. Wofür brauche ich die Enten eigentlich? Ich habe jetzt 18 Enten. Ach so. Neues Entchenkostüm freigestellt, Entenpaket. Ja, dachte ich mir, hier war gerade irgendwas gewesen. 21, ja, ich habe die 18 freigeschaltet. Du hast dein Tor freigeschaltet, gut gemacht, du bekommst Sauger-Power-Ups. Drei Stück dafür, vielen Dank. Und jetzt geht's mit Level 6 weiter. Machen wir das Level noch. Und den Rest überlasse ich eurer Neugier. Eurer Neugier. So. Ach du Kacke. Yeah. Werden wir erstmal hier alles nach unten hauen. Ich hoffe, die saugen was an, oder? Boah, ich muss da ein bisschen mehr mit reinpacken, ne? Das ist doch scheiße. Okay. Und das auch, wunderbar. Jetzt muss ich das Grüne noch erwischen. Ich muss allerdings auch noch die Ente bekommen. Habe ich verkackt schon? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. So, eigentlich reicht es schon. Weil ich kann natürlich hier auch noch ein bisschen Wasser und so. Nein, 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 nein. Ah, ich bin so ein... Ich habe es noch bekommen. Ich habe die Ente gerade noch so bekommen. Oh mein Gott, war das knapp schon wieder gewesen. Krasser Shit. Gut. auf jeden Fall ein witziges Spiel zum Knobeln. So, was kann ich mit den Enten machen? Enten. Was möchtest du denn? Das ist die Rätselente. Versuche sie zu fangen. Fange sie dreimal, um ein Entenkostüm zu erhalten. Aber du musst schnell sein. Nach 24 Stunden verschwindet sie zu einem neuen Level. Achso, das ist das, was ich raufgeklickt habe, oder? Wähle dein Entchen. Ach nein, hier kommen verschiedene Entchen wählen. Ich fange die Rätsel an dreimal um zu gewinnen. Eine Dino-Ente bestimmt. Alles klar. Okay, Freunde. Das war's gewesen mit dem Angespielt. Wo ist mein Wasser 2? Wer auch auf den Geschmack gekommen ist, das spielen möchte, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.